Konami. Kojima Productions. Controls unresponsive. Tower, do you read? Fox Engine. Shit, comms are down. His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time. Κοίταξέ με. V has come too. V has come too.
고이즈메. 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 Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Look up, please. Very good. How do you feel now? Can you speak? What is your name? When were you born? Can you recall? Ja, Hallöchen da draußen bei einem neuen Let's Play hier bei der planetaren Katastrophe. Und zwar Metal Gear Solid 5. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Ground Zeroes gespielt habt. Auf jeden Fall am Ende nach der Sequenz scheinen wir ins Koma gefallen zu sein und werden jetzt gerade so wieder, ja, wach und sind irgendwo im Nirgendwo. Jetzt muss ich hier erstmal meinen Namen eingeben und mein Geburtsdatum festlegen, weil man mich ja sonst nicht richtig abrechnen kann hier im Krankenhaus. Das ist alles aus Versicherungsgründen. So. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Good. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Damn it! No Sokoma! No Sokoma! No Sokoma! Nurse! Calm down! Calm down! Try not to panic! Eriseme! Try not to panic! Now! You'll be alright. Wenn du das sagst, Doc. Aha, 9 Jahre. Ja. Das. How do you feel? Nicht wenig. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy, and EMS. EMS? Now, okay. I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull.
this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is of your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Nosokoma, Grigor! Try to calm down! Calm down! Please! Calm down! It's gonna be okay! Yes, yes! Calm down! Yes. Okay. Wie sollen wir den da? Aha, 91 Schläge pro Minute. It's true. There are those who wish he would never woken up. You should be dead. But you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Hey. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there. So there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however. Na, okay. Was zum? Okay, das da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Was zur Hölle? Was haben wir denn hier so alles? Die können anscheinend auch durch geringe chirurgische Eingriffe die Hautfarbe komplett umändern. Mit Mike Tyson Gedächtnistattoo. Das finde ich dann doch irgendwie relativ verstörend. Und dein Alter natürlich auch komplett anpassen. Vom jungen, faltenfreien Knaben bis zum etwas älteren, gediegenen Herren scheint alles dabei zu sein. Wo gibt's denn das Standard-Snake-Aussehen? Bart muss schon irgendwie sein. Und 3 Tage bis 7 Tage Bart oder Vollbart? Ja, ich glaube, ich nehme den Vollbart. Obwohl, ich kann die Gesichtsbehaarung auch noch ändern. Egal. Frisur. Na, doch lieber Haare. Augenbrauen. Na, dünn und nachgezogen, genau. Ja, hier. Nee, brauchen wir nicht. Okay, ich kann jedem anscheinend jeden Bart verpassen, indem ich einfach die Behaarungslänge ändere. Das ist natürlich eine sehr interessante Feature. Na, schwarze Haare. Ne? Ah, okay.
Das wusste ich tatsächlich. Ich echt keinerlei Ahnung von, dass es hier so ein Feature geben wird, wo man sich seinen eigenen Avatar erstellt, mit dem man dann durch die Missionen streift. Das ist dann doch verwunderlich. Ich habe jetzt echt mal keine Ahnung, was ich da nehme. Böser Blick, nehmen wir den. So. Ach so, okay. Augen? Kann ich die Form ändern oder auch die Farbe? Eieieiei. Funkeln, genau. Na. Ist natürlich, können natürlich beide Augen blind. Aber. Da muss ich muss da ja mit leben können auf Dauer. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie sowas wie so ein Phantasia in Final Fantasy habe, wo ich dann einfach mal eben. Genau. Größten Zinken, den sie haben. Na, ich glaube, ich lasse es erstmal so. Das sah ganz cool aus, wie es vorher war. Wangen und. Schauen wir nochmal da. Na. Mund. Nee, war auch, glaube ich, ganz gut. Und nochmal durchs Kinn. Bäh. Ja, hier leicht gebrochen und verschoben. Ja, so. Hautfarbe kann man. Ah, Faltentyp. Ja. Die bauen einem dann anscheinend künstlich Falten ein ins Gesicht, damit man anders aussieht als vorher. Ja, ich fand die dann hier doch ganz angenehm. Merkmal. Ja, nee. Ja, ich weiß nicht, aber. Das geht ja nie weg. Das ist ja nicht nur eine Einsatzlackierung oder so. Das ist ja dauerhaft. Das ist ja. Ich habe das gerade richtig gesehen. Tatsächlich. Das ist cool gemacht, dass sie auf jeden Fall bei den Narben die. Wie heißen sie? Die Haare auf einmal nicht mehr wachsen. Halt, wie auch im echten Leben. Das sind nicht einfach nur Texturen. Das ist dann schon ein bisschen mehr grafischer Aufwand dahinter. Wir hatten einen Unfall. Nehmen wir. Na doch. Die oder die? Ich auch nicht schlecht finde. Sieht so ein bisschen geschunden aus, wie wir es ja auch sind. Na komm, nehmen wir die. Okay. Ja, bitte. So. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. Guck dich mal um, Jung.
Oder auch nicht. Was willst du? This is you, as you've lived until this day. Tomorrow, it becomes your phantom. Sie sehen auf einmal anders aus wieder als gerade nach der OP. Ist das so Schalt ein, Schalt aus oder wie? Au! Ja, Not yet. The patient and an expert saw my face. Of course, consider it done. What the fuck? Ja, war nett, mit euch gespielt zu haben. Das war's dann. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. The fuck? Ja. Ja, okay. Captain okay, Hook. I have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a light. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news? The world wants you dead. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Jetzt bin ich kolossal von hier. Need a little pick-me-up? Das war gerade, oder das ist ja gerade die Stimme von Kiefer Sutherland, dem neuen Synchronsprecher von Snake. Und jetzt habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, was abgeht. Au. Ja, genau, lass mich liegen, Held. Ja, bewegen. Hallo. Komme ich nur nach vorne oder?
Ist eigentlich ganz normal nach dem Aufstehen so ein Verhalten. Ist wahrscheinlich gerade Montag, ne? Beweg dich. Ja, versuch's. Ja, ich folge. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Das sieht schon verdammt schick aus. Die Frage ist jetzt nur, ob auch im offenen Areal die Grafik ja fehlerfrei und ohne große Framerate-Einbrüche mit der Einstellung spielbar sein wird. Mal abwarten. Weiß nicht, will er jetzt aufstehen? Klappt doch eh nicht. Ich weiß nicht, was die hier in den Mülleimer reinwerfen, aber... Oder in den Aschenbecher, aber... Ja. Flüssig ist er. Was ist jetzt los? What the hell is that? Something's coming. Okay.